Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Stärkung des Inge-Gesetzes. Ich darf zur Einbringung Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort erteilen. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, das tue ich sehr gerne. Unter anderem auch deshalb, weil das Inge-Gesetz, das steht für die Gesetz zur Stärkung von innerstädtischen Geschäftsquartieren, mir in seinem Titel immer schon sehr gut gefallen hat. Ich denke an dieser Stelle an den Kollegen Rolf Müller. Der war das zweite Mitglied der Vereinigung der Vermeidung unnötiger Anglizismen. Das andere Mitglied bin ich. Und dementsprechend ist es gut, dass das hier Inge-Gesetz und nicht BIT-Gesetz heißt. Das ist nämlich der Anglizismus dafür, nämlich Business Improvement District. Und ich freue mich, dass ich das hier heute einbringen darf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Gesetzentwurf verlängert die Geltungsdauer von Inge um 6 Jahre. Es werden einige sachgerechte Änderungen vorgenommen, um die Anwendung des Gesetzes in der Praxis zu erleichtern. Wir stehen am Anfang eines Gesetzgebungsverfahrens. Ich will das an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung rufen. Das Inge-Gesetz gibt es seit 2005. Es ist Grundlage für Einzelhändler und Hauseigentümer, räumlich klar umrissene Bereiche in Stadtzentren und Stadtteilzentren zur Stärkung von sogenannten Innovationsbereichen festzulegen. Es verständigen sich Eigentümerinnen und Eigentümer und Gewerbetreibende mit der Stadt für einen beschränkten Zeitraum auf Maßnahmen, die aus einer selbst auferlegten und zeitlich befristet erhobenen Abgabe finanziert werden. Und diese Maßnahmen wiederum sollen zur Aufwertung bzw. Revitalisierung des Standorts und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit führen. Kundenfrequenz und Einnahmen, wenn es klappt, der Gewerbetreibenden steigen, was zu einer Sicherung der flächendeckenden Nahversorgung beiträgt. Und außerdem können die Leerstände gesenkt und der Wert der Immobilien gesteigert werden. Yes, das ist die Idee dahinter. Und jetzt müssen wir aber an dieser Stelle sagen, die Krise des Einzelhandels ist eher größer geworden in den Innenstädten in den letzten Jahren. Die Corona-Pandemie war da noch einmal ein Beschleuniger. Aber die Tatsache, dass ein solches Gesetz bereits seit 2005 existiert, zeigt ja, dass wir da einen Prozess haben, der in den letzten Jahren sowieso schon stattgefunden hat und wo wir alles dafür tun müssen, uns neue Gedanken über die Zukunft unserer Innenstädte zu machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil da wird sich weiterhin viel verändern. Wir haben übrigens Stichwort Corona, genau. Die Kollegin Feldmayer hat die Zeil vor Augen und klatscht. Wir haben übrigens Stichwort Corona im ersten Halbjahr 2020 eine Steigerung des Umsatzes im Einzelhandel von über 3% gehabt, allerdings auf völlig anderen Vertriebswegen. Großer Plus im Online-Bereich, großes Minus im stationären Einzelhandel. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle weiter daran arbeiten, dass wir unsere Innenstädte stärken und einen neuen Nutzungsmix auf den Weg bringen. Und da ist ein solches Gesetz ebenfalls ein Baustein dazu. Ich will zweitens sagen, dass wir neben diesem Gesetz natürlich noch viele andere Bereiche haben, wo wir aktiv sind. Stichwort Landesentwicklungsplan, Stichwort Supermarktgipfel, Stichwort die unterschiedlichen Städtebauförderprogramme. Ein anderes Beispiel aus dem neuen Hessenplan, den ich Ihnen hier vorgestellt habe, ist unser geplantes Bündnis für die Innenstädte, was auf den Weg gebracht ist. Und Inge ist ein kleiner, aber durchaus wichtiger Baustein im gesamten Baukasten. Und deswegen an dieser Stelle, wir können da sicherlich noch im Detail drüber reden. Wir haben ja schon eine Regierungsanhörung hinter uns, wo es an vielen Bereichen auch Zustimmung gab. Und deswegen freue ich mich an dieser Stelle auf die Debatten im Ausschuss und hoffe, dass wir uns in diesem Punkt einig sind, dass die Verlängerung des sogenannten Inge-Gesetzes etwas sehr Sinnvolles wäre. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Wir haben vereinbart, das Gesetz ohne Aussprache nach der Einbringung durch den Staatsminister an den WVA zur Vorbereitung der zweiten Lesung zu überweisen.